Ich bin Nilisha Bartel und bin Regisseurin und mache Spielfilme und Dokumentarfilme und arbeite auch fürs ZDF. Schatz ist der Deal, du brauchst einen Ehemann, ich brauch eine Frau, die gut kochen und nähen kann. Ho! Wie kamst du mit dem kleinen Fernsehspiel in Kontakt? Also ich habe damals einen Dokumentarfilm mit Freunden in New York gedreht, den fertig geschnitten und dann an alle Redaktionen im ZDF geschickt, in der Hoffnung, dass die den vielleicht einfach senden. Das kam natürlich nicht in Frage, aber ein Redakteur, Christian Kloß, hat sich bei mir gemeldet und hat gesagt, wenn ich mal was habe, dann kann ich mich ja melden. Und als ich dann aber was hatte, hatte ich das eigentlich wieder vergessen und bin zu einem Produzenten gegangen, weil ich damals auch noch dachte, man muss ja auch zu Produzenten zuerst gehen. Und auf einer Party und habe dem meine Idee gepitcht für einen neuen Dokumentarfilm. Und der hat mich dann sofort an Christian Kloß verwiesen. Und meinte, guck mal, der ist auch da. Geh zu ihm und erzähl ihm das. Und da habe ich ihn das erste Mal dann auch gesehen, kennengelernt. Habe ihm die Idee erzählt und dann durfte ich ihm ein bisschen was schicken von dem Material und drei Seiten von der Filmidee und habe dann einen Auftrag bekommen. Man reicht eine Idee ein und dann? Ja, man reicht eine Idee ein und dann auch einen Trailer, also muss immer was Visuelles auch einreichen. Und dann trifft man sich und bespricht das und dann schaut man, ob man mit den Anmerkungen von der Redaktion was anfangen kann. Und dann bekommt man einen Auftrag, also man braucht eine Produktionsfirma. Ich wollte damals selber alles produzieren am liebsten. Hab mir dann aber doch jemanden gesucht und weil, also das geht nicht, dass man jetzt als Debütregisseur auch noch Debütproduzent ist. Weiß ich nicht, vielleicht wird das auch mal gemacht, aber bei mir ging's nicht. Und dann plant man den Dreh und ja, muss, wenn man jetzt Dokumentarfilm macht, das ist natürlich nochmal ein ganz besonderes Feld, wo man im Vorfeld viel ein Konzept im Grunde schreiben muss von einem kompletten Film, den es ja noch gar nicht gibt. Also das ist schon sehr spannend, ja. Und dann im Schnitt kreiert man dann nochmal einen neuen Film und so, ja. Wie war die Zusammenarbeit mit dem Redakteur? Wir haben schon extrem viel dann noch an der Idee gearbeitet, die ich ursprünglich hatte. Die hat sich sehr verändert. Und natürlich, also im Nachhinein würde ich sagen, auf jeden Fall zum Guten. Denn er hat halt mir geholfen, den Fokus zu finden und die Kernaussage und mich in meiner Vision dabei unterstützt. Aber eben so ein bisschen gelenkt, so dramaturgisch gelenkt alles. Und das war eine super Unterstützung, wo es auch wirklich darum ging, das Beste aus dem Projekt und auch aus mir als Filmemacherin rauszuholen. Wie hat dich das kleine Fernsehspiel in der ganzen Phase unterstützt? Also erstmal eben von den drei Seiten Ideen sind dann 20 Seiten Konzept entstanden, die wir uns hin und her geschickt haben, wo es Anmerkungen gab. Und dann war es eigentlich, Geld wurde überwiesen, Produktionsfirma engagiert, Team engagiert und dann wurde gedreht und dann gucken die das Rohmaterial, während wir drehen und da unterstützen die einen, wenn man jetzt zum Beispiel was irgendwie übersehen hat oder sie sehen was toll ist und sagen, guck doch da nochmal und dann schauen sie sich den Rohschnitt an und da gab es dann auch viele Sitzungen nochmal dazu oder Gespräche. Einfach, dass man da auch den richtigen Schnitt findet und ja, das ist alles im besten Falle, also bei mir war es zumindest so, dass auch der beste Film am Ende rausgekommen ist, ohne dass ich gesagt habe, das ist jetzt irgendwie gar nicht das, was ich machen wollte. Ja. Wie lange hat es von der ersten Idee bis zum finalen Film gedauert? Also bei mir hat es tatsächlich nur ein halbes Jahr gedauert, aber ich war damals auch eine der schnellsten kleinen Fernsehspiele. Es kann natürlich länger dauern. Also ich habe Freunde, da hat es 2 Jahre, 3 Jahre gedauert. Und bei mir ging es halt alles recht schnell. Wie ging es nach dem kleinen Fernsehspiel weiter? Wie ging es weiter? Also ich hatte da also mein erstes kleines Fernsehspiel gemacht. Und dann bin ich nochmal studieren gegangen. Da gab es viele Leute, die mir dazu geraten hatten. Auch Christian Kloß, dem ich dafür auch danke, auch dankbar bin, obwohl ich das Studium nicht immer als notwendig empfunden habe. Aber mein Fokus beim Studium war dann auch eben den fiktiven Bereich auszuarbeiten oder auszubauen, weil ich da weniger Möglichkeiten hatte, finanzielle Möglichkeiten. Und das hat man natürlich während des Studiums
Ich hatte nur eben mit dem kleinen Fernsehspiel auch wirklich schon einen recht guten Erfolg gehabt. Und es wäre auch möglich gewesen, einfach weiterzumachen und darauf aufzubauen. Natürlich, wenn man dann studiert, ist man erstmal weg vom Fenster. Und dann war ich eben da mit meinen kleinen Kurzfilmen und so, aber auch auf Festivals und so. Und dann hatte ich es blöderweise nicht geschafft. Also ich rate nur jedem Studenten zum Abschluss einen Langfilm zu machen. In der Zeit den Langfilm zu machen und habe mit einem 30-Minüter abgeschlossen und habe danach 6 Jahre gebraucht, um meinen ersten Langfilm zu machen, den man einfach braucht, um zu arbeiten. Also um, wenn man jetzt beim Fernsehen arbeiten will oder auch wenn man wieder, also wenn man Kinofilme drin, klar braucht man halt einen Langfilm. Und daraufhin aber war alles wieder gut gemacht, weil ich jetzt seit 2 Jahren immer mal wieder fest fürs ZDF verschiedene Spielfilmauftragsproduktionen machen und Serien. Ja. Welche Tipps würdest du jungen Filmemachern geben? Man sollte sie umsetzen. Also wenn man eine Idee hat, dann muss man sie umsetzen und nicht so viel nachdenken zuerst. Weil ich hatte vor diesen Begegnungen mit dem kleinen Fernsehspiel bestimmt schon 4 eigene Filme gemacht. Und wenn ich da schon zu früh, glaube ich, an so einen Apparat von professionellen Menschen geraten wäre, dann wäre ich vielleicht eingeschüchtert gewesen oder so. Also die ersten Übungen sollte man einfach für sich machen, nicht nachdenken, und die müssen auch mal scheiße werden und da so. Und dann sollte man die immer seinen Freunden zeigen und seiner Familie und das Feedback einsammeln, und daraus lernt man dann. Und vielleicht hat man noch Glück. Ich meine, was für eine tolle Zeit, in der wir leben, wo wir YouTube und Internet, das hatte ich damals nicht. Wir hatten halt irgendwelche komischen B-Festivals in irgendwelchen Kellern, wo wir dann halt unser Zeug gezeigt haben. Und also heutzutage würde ich auf jeden Fall eben alles sofort ins Netz stellen, meine eigene Website gründen, Blog, YouTube-Channel und Crowdfunding und so Sachen machen für die ersten Projekte, ja. Und einfach vor allem, ich merke immer wieder, ich begegne immer so Regiepraktikanten bei den Drehs manchmal, und da ist da so und so, ich will Regie, und dann frage ich immer, oh, hast du schon einen Film gedreht? Nein. Dann sage ich, aber du musst doch was drehen, also irgendwas, und wenn du deine Freundin da hinsetzt, und das ist doch das Einzige und Wichtige, dass man machen will und macht, ja.